meiner kurzen Begrüßung wird der Andreas Wenninger ein paar Worte zum Projekt sagen und dann werden wir versuchen, eine Live-Schaltung nach Lemberg zum Ihor Fedef zu machen. Das ist der Leiter der Fotoschule Diego Maradona in Lemberg, denn wir wollten ja an und für sich Anfang Mai nach Lemberg reisen und dort uns auch mit der Fotoschule Lemberg treffen. Das ist natürlich einmal auf längere Zeit verschoben. Und anschließend gibt es eine Bildbesprechung mit Konrad. Und abschließend werden wir euch dann auch noch ein Buchprojekt von der Bettina vorstellen. Das ist meine Grafikerin und die hat nämlich ein Buch illustriert, die Honigpunktmaus, und wird uns da einiges erzählen, was da jetzt zum aktuellen Anlass passiert ist. Vorab noch, es gibt vom 21. bis 28. Mai eine Fotoreise nach Portugal. Hier gibt es noch 3 Plätze und wer da noch gerne dabei sein möchte, einfach bei uns auf der Homepage nachschauen. Ich habe auch einige Termine aktualisiert, punkto der Fotowochenenden. Und hier möchte ich vielleicht nur 2 herausgreifen. Das Fotowochenende Südtirol vom 19. bis 23.10., das jetzt neu buchbar ist. Und es wird auch ein Fotowochenende Wien geben, das in meiner Übersicht noch nicht drinnen ist, wo meine Präsentation ist eine halbe Stunde vorher irgendwie gecrashed und ich habe es dann noch einmal neu gemacht. Lviv Window to the West, das ist das Projekt, das der Andreas Wenninger ins Leben gerufen hat. Und ich würde den Andreas einmal bitten, Andreas, kannst du dir mal melden? Ja, hört ihr mich? Hörst du mich? Ja, wir hören dich. Ja, okay. Ja, soll ich was erzählen? Ja, bitte, Andreas. Ja, also schönen Abend, guten Abend an alle. Ich freue mich, dass wir heute auch Zuseher haben aus Lemberg, aus der Ukraine. Und zwar nicht nur meine Kollegin Diana Popfaluschi, die auch also sehr aktiv fotografiert und auch schon Workshops mit Oliver Bader in Lemberg vorbereitet hat und organisiert hat, sondern auch unseren Partner der Lemberger Fotoschule, Ihor Fedoriv. Da müssen wir den Namen korrigieren, Karl. Ihor Fedoriv. Er ist heute mit uns und ich habe begonnen, Kontakt aufzunehmen mit der Lemberger Fotoschule Diego Maradona. Er wird uns dann kurz auch etwas erzählen über die Lemberger Fotoschule auf Englisch im Herbst, weil wir, wie der Karl auch angekündigt hat, geplant hatten, eine Fotoreise nach Lemberg zu organisieren, die jetzt im kommenden Mai hätte stattfinden sollen, die aus den Gründen, die wir kennen, jetzt verschoben werden musste. Und wir jetzt einmal in Oktober verlegt haben, wobei wir natürlich nicht wissen, wann wir dort weiterarbeiten können. Ich selbst habe mich ja auch evakuiert nach Wien und bin jetzt hier in Wien beruflich tätig am Ende Februar, als dort die Invasion begonnen hat und der Krieg. Und leider Gottes, wie wir in den letzten Tagen gesehen haben, wird mittlerweile auch Lemberg bombardiert. Noch nicht, Gott sei Dank, der historische Stadtkern und das Stadtzentrum, allerdings schon einige wichtige Anlagen, auch militärische und Treibstofflager und Gleisanlagen. Das heißt also, wir wissen nicht, wie sehr die Stadt noch in den Krieg auch hineingezogen wird. Wir wissen aber sehr wohl natürlich, dass Lemberg ist die Zentrale für die Flüchtlinge in der Ukraine, die entweder dort warten, um wieder nach Hause zu gehen oder in den Westen weiter zu flüchten, nach Polen oder über Polen auch nach Österreich. Wir haben bereits sehr viele auch ukrainische Flüchtlinge, meist Mütter mit Kindern, auch in Österreich zu Gast, die hier auch vielleicht längere Zeit jetzt bleiben werden, bis sie wieder zurück können. Die Männer zwischen 18 und 60 Jahren durften ja nicht ausreisen. Also es handelt sich jetzt in erster Linie um Mütter mit Kindern oder Großeltern, die das verlassen. Und Lemberg ist natürlich ein Zentrum für Flüchtlinge. Wir müssen uns vorstellen, eine Stadt mit ungefähr 850.000 regulären Einwohnern und jetzt mittlerweile etwa 400.000 Flüchtlingen, die dort unten untergebracht sind, also wohnen in Schlafsäcken, in Vorzimmern, in Schulen untergebracht und wo man überall halt schlafen kann. Auch meine Mitarbeiterin Diana hat bereits in ihrer Wohnung Flüchtlinge aus Kiew untergebracht, nämlich eine Fotografin, die wir kennen aus Kiew, die nach Lemberg gekommen ist.
Aber ich will gar nicht so lang jetzt sprechen und möchte so die Möglichkeit geben, auch unseren Partner, den ich bei Fedorif, den ich sehr herzlich willkommen heiße. Wir haben ein Projekt begonnen, natürlich um Geld zu sammeln für die Flüchtlinge. Das Projekt heißt Lviv Window to the West und wir haben als österreichisches Kultur- und Bildungsbüro in Lemberg früh begonnen, auch mit Journalisten zu arbeiten und auch mit Fotojournalisten und mit Fotoreportern. Und ich hatte mit ihm die Idee, Bilder zu sammeln und junge Fotoreporter einzuladen, Bilder zu senden, die wir hier verwenden können. Im Gegenzug verzichten diese auf ihre Bildhonorare und das Geld, das ich sammle hier in Österreich, aus den Einnahmen werden dann Medikamente gekauft und Lebensmittel. Und ich habe also dieses Projekt schon präsentiert und mit Hilfe auch der Zeitschrift Fotoobjektiv, wo ein toller Beitrag war in der Online-Ausgabe, auch in einer italienischen Fotozeitschrift und in einer griechischen Fotozeitschrift. Es war auch ein Beitrag im Kurier erwähnt und ganz besonders danke ich natürlich dem Karl Füsselberger, der sofort gesagt hat, ja, er ist als Partner mit an Bord, er springt auf und das hat natürlich uns auch geholfen in der Verbreitung dieser Informationen. Ja, so viel zum Projekt und ich werde jetzt bitten, Ihor, can you hear me? Ihor? Yes, okay. I told our guests here in Vienna about our project, about Lviv, and the situation you are still living in. And I would glad to ask you to tell us a few words about your photo school, Diego Maradona in Lviv. I told them also how we met the first time in November last year. And maybe you can tell something about this project and the photographers participating. Okay, guten Tag, or it's better to say guten Abend. I suppose your speech was very interesting, but I understand nothing. Ich habe gelernt Deutsch in der Schule, but it was very long ago and I remember nothing. So I'll speak English. My name is Ihor Fedorif. And I represent the Diego Maradona School of Photography. My main specialization is studio photography and as well as travel photography. Congratulations to everyone from Lviv and a few words about the project Lviv Window to the West. For the creation of which many thanks to Andreas for you. I think now there are many photos from Ukraine, horrible photos of the war and its consequences, and everyone has already had the names of such Ukrainian cities as Bucha and Mariupol and others, and saw photos from there. And Lviv looks like a peaceful and safe city against them. And this project is about how a peaceful city becomes a rare city of a foreign country. And about half refugees are looking for a safe place, about half how volunteers from Ukraine and other countries are organizing to help. And about how a quiet and peaceful city turns into a hive, something like a hub that is noisy and constantly moving. And the graduates of our photo school showed how they see it. This project also is about the fact that the war is much more closer than everyone in Europe thinks. For example, from Lviv to Vienna is only 700 kilometers. It's only 100 kilometers farther than from Vienna to Berlin. And from Vienna to Kyiv is about the same distance as to Paris. And the other side of this project is
money and that was gathered and what help we were able to do with it. In the first part of the help, there were medicines which were asked to transfer to the Nikolaev region near occupied Kherson. And the last week, also food and medicine were sent to Kharkiv region. Also, Ihor, I show some pictures, and maybe you can tell us a little bit about the pictures. I will. All the pictures, okay. Because I think these are the pictures you took in the project, and I will move them very slowly, so you can tell us a little bit. Okay, it's volunteers. There was a lot of volunteers from Europe also that helped people that were transfer from east regions to west regions of Ukraine or to the Europe. And in the railway station is a lot of people that leave their homes. Somebody leaves their homes without nothing, even without warm clothes and documents. So volunteers helped them. And this children are always children. They try to play even when it's not very when it's difficult. Time. Yes, it's points where refugees are staying here in Lviv. It was at the first part of this war. Now most of them have homes where they live, but the first time they stay where they could. Photographers, Ihor, the photographers, are those your students? Yes, all of photographers are our students, and Katya Moskaluk, which these photos are. She was even this week, the Ukrainian fan club made the list of best photographers that shows this war, and Katya was named in the list. I'm very happy about her, if I can say that I'm happy. Katya Moskaluk is it. It's statues and a lot of, not only statues, but a lot of buildings that are that have architectural price are covered, not to be broken. I don't know whether you know, but today is quiet, but yesterday there was a rocket attack on Lviv. So it's for a reason. It's also refugees. Children. Hope they, and this was a performance. 200 of children died during this war, and this was a performance to show the world how many children was there. So they took 200 baggies to demonstrate? Yes, it's empty baggies to demonstrate how my, it's the same it's the same amount. Yes, the same amount. And it's our railway station. I think that the girl is going somewhere.
a lot of paths are taken and was lived here in Ukraine. So to say goodbye, I think is one of the most common things right now that people are living, and they say goodbye to their friends and relatives. I think maybe a lot of people helped. Maybe somebody gives food for those who are going. I saw your program before the war, and you even had the plan to go to Vienna with the group. Was this? I think this was the idea. Yes, really. I wanted to go to Vienna, and as I know, you also wanted to go to Lviv. It's a pity that your trip will not take place this year. But I hope to meet you here in peace time sometime. Not very long. Yeah, this is what we hope too, because we were supposed to go in the beginning of May with the first group and to go to Lemberg, and we had the connection with Andreas. Of course, it would be very nice, but we are looking forward to do this later. And if you if you want to come to Vienna in calmer times, then you are very welcome. And of course, we will support you and help you as we can, and also to do some location scouting for you. So this would be really very, very nice if we could do that. It was one of our trips that we planned to Vienna. I was there for one time. It's really a wonderful city for photo. And not only for photo. So I hope I'll come, not I, but our photo school will come to Vienna. I have one question. Yeah. Why is the name Diego Maradona? You are not very original. It's a very, very popular question. I see. This photo school was named for long ago, so it's very hard to understand why it's named by Diego Maradona, but we have a legend why. So the legend is that once a little Argentine boy, Diego Maradona, wanted to become a photographer, but he had no money for a camera, so he went to play football to earn money for his camera. Okay, that's a good... Maradona's genius has found himself in football, and his place in photography is now free, so someone can be the same as Diego in football. So, but it's a legend. Okay, of course. Andreas, do you have any more questions? No, I don't. Thank you so much, Igor. And of course, I have to add that we still continue to collect money and to organize fundraising events and articles in different magazines. And we already collected up to about 1,200 euros, and I'm still waiting for other transfers. And I saw that Igor bought a lot of medicine and food and different articles for the internal refugees who stay in Lviv. I hope we will continue, and it will be more the next weeks. And of course, we will stay in touch. And I'm also very proud that the Pen Club awarded photographers out of our group. That was really a surprise for me too. Yeah, thank you so much, Igor. Thank you, and best greetings to Lviv. Yes, I also would like to thank everybody who helped, and with donates or with the organization of this project. So thanks. Thank you very much, Igor, and all the best for you and your friends and your photo.
So, kommen die Bilder oder kommt das Bild schon an? Ja, das kommt schon an. Sehr gut. Gut, dann haben wir wieder mal 4 Bilder aus dem Forum. Spannende Geschichte dieses Mal mit zumindest ein, zwei Bildern dabei, wo man, glaube ich, sehr, sehr viel drüber sagen kann. Beginnen wir mit diesem Hundeporträt vom Anton Temmel. Es hat auch einen Bildtitel dabei gehabt, nämlich Meine Schäferhündin am Gaisberg. Damit wissen wir jetzt auch ungefähr, wo das aufgenommen wurde. Nehme ich heute mal an, dass er uns dabei nicht in die Irre führen wollte. Und jetzt können wir, der Oliver hat da vor einiger Zeit einmal sehr treffend darauf hingewiesen, dass es halt wirklich schwierig ist, eine treffende Bildbesprechung zu machen, wenn man nicht weiß, für welchen Zweck das Bild aufgenommen wurde. Das ist absolut richtig. Selten haben wir im Forum jetzt wirklich genau diese Angaben dabei bei den Bildern, weil die kommen halt zu verschiedenen Themen, wo sie eingereicht werden. Die Schwarz-Weiß-Tage war es in diesem Fall. Und deswegen kann ich auch nur annehmen, dass das ein Erinnerungsbild eines treuen Wegbegleiters ist, von einem gemeinsamen Ausflug. Ich glaube, allzu falsch liege ich damit vermutlich nicht. Ja, sehen wir uns das Bild genauer an. Was mir gleich mal auffällt, ist, der Hund ist eigentlich sehr, sehr gut positioniert. Ist nicht so genau in der Mitte, schaut leicht schräg. Was man ansatzweise erkennen kann, ist, dass der Hund auch ein zweites Auge hat. Oder die Hündin, wenn wir jetzt, präziser bleiben wollen. Das ist vielleicht etwas, wo ich den Hundefotokurs noch mal ein bisschen erwähnen dürfte. Das sind so Themen, die wir dort auch ansprechen. Wie stelle ich meinen Hund wirklich schön dar? Oder wie auch immer ich ihn präsentieren möchte. Und da achten wir eigentlich schon drauf, dass wir möglichst beim Porträt auch zwei Augen drinnen haben. Es sei denn, man macht wirklich etwas im Profil, ne? Dass man, das ist hier ansatzweise gelöst. Insgesamt habe ich schon gesagt, die Positionierung finde ich recht gut. Jetzt, was mir auch noch auffällt, ist die Wahl der Blende. Ich vermute jetzt auch wieder mal, weil ich kann ja nur Annahmen treffen hier, dass die Blende deswegen so gewählt wurde, damit man halt den Hintergrund noch ein bisschen erkennen kann. Und sagt mir jetzt als Ortsunkundiger, sagt mir bei dem Hintergrund eigentlich, bringt mir die Information, die ich aus dem Bild bekomme, nicht mehr viel. Das heißt, ich hätte jetzt für mich, und da kann ich aber wieder nur für mich sprechen, beim Hundeporträt noch Möglichkeit, noch offenere Blende gewählt. Weil was man auch gut sehen kann, ist, dass gerade hier im Bereich der Augen eigentlich ein sehr schöner Hell-Dunkel-Kontrast da ist und sich der Körper und der Kopf in dem Fall sehr schön vom Hintergrund trennt. Geht man ein bisschen weiter runter hier, hat man dann da so weiße Schneefelder, die natürlich weiß, weiß man ja, Helligkeit zieht Aufmerksamkeit. Das ist etwas, wo man sich bei der Gestaltung des Bildes halt ein bisschen Gedanken machen sollte. Was mir persönlich nicht ganz so gut gefällt, sind links die Äste. Aber wie gesagt, das ist immer Geschmackssache. Und genau an der Position hätte man das natürlich nicht vermeiden können. Das heißt, man hätte ein bisschen den Blickwinkel ändern können, damit man ein bisschen auf die linke Seite geht und dann vielleicht in die Richtung nach rechts weiter fotografiert. Hätte aber auf der anderen Seite auch bedeutet, dass man den Hund ein bisschen drehen muss, damit das Gesicht ins Bild kommt. Und dann ist der Anton schon wieder vom nächsten Thema gestanden. Was man hier am Schattenverlauf gut erkennen kann, ist, die Sonne ist sehr hoch gestanden. Es ist ein relativ harter Schatten da am Hals zu erkennen. Hätte er jetzt den Hund weiter gedreht, wäre von der Sonne geblendet worden. Das heißt, die kneifen halt dann die Augen ein bisschen zu und man hat nicht mehr schön geöffnete Augen, sondern so kleine Sehschlitze. Das schaut dann auch nicht sehr, sehr prickelnd aus. Ne? Das heißt, es war keine ganz einfache Aufnahmesituation für ihn zu der Tageszeit, aber das hat er sich vermutlich nicht wirklich aussuchen können bei seinem Ausflug.
Ich habe schon erwähnt, dass ich eigentlich nur ein bisschen weiter die Blende aufgemacht hätte, weil ich hätte hier ganz einfach viel mehr Fokus auf das Porträt gelegt und wenig Wert auf den Hintergrund. Was mir sonst an der Bildgestaltung aufgefallen ist, und das ist etwas, auf das sollte man halt wirklich sehr, sehr stark achten, ist, wir haben einen sehr schräg verlaufenden Horizont. Aber eben nicht so schräg, als dass man sagen würde, ja, das hat er absichtlich gemacht, ja, um das Bild eben entsprechend zu gestalten. Ich vermute, dass das passiert ist. Und das ist jetzt gerade so ein Winkel, der mir massiv gegen den Strich geht. Also da würde ich unbedingt schauen, das Bild ein bisschen gerade richten. Ja, zur Bearbeitung. Es ist schwarz-weiß. Ich weiß, da tendiert man auch einmal dazu, mit dem Kontrast etwas zu übertreiben oder mit dem Nachschärfen etwas zu übertreiben. Und so wie das Fell von dem Hund aussieht, denke ich, ist das relativ stark passiert hier. Also da diese Haare da im Gesicht, das ist schon ein bisschen überbearbeitet. Meiner Meinung nach. Also wir haben jetzt keine Aussage vom Anton dazu, aber das ist etwas, was ich hier aus dem Bild herauslesen würde. Ja, was mich, und das ist auch wieder Geschmackssache, ich weiß, ich habe da jetzt beim Bildgestaltungskurs auch so ein Thema gehabt und gesagt, warum ist da eine Vignette drinnen? Bringt die etwas? Und so wie sich die Vignette in diesem Bild für mich darstellt, schaut sie aus wie Objektivfehler. Das heißt, wenn die tatsächlich nachträglich in der Bildbearbeitung. Meine Damen und Herren, guten Abend. Achso, war keine Frage. Okay. Im Osten der Ukraine gestartet. Welche Wendung bringt der Fall von Mariupol? Ja, irgendjemand hat Nachrichten laufen, das stört ein bisschen. Dankeschön. Wir werden es sofort abschalten. Ja, Vignette. Wenn das nachträglich in der Bearbeitung gemacht wurde, und das beabsichtigt ist, dann hätte man vielleicht überlegt, die Vignette noch ein bisschen kräftiger zu machen, dass man dadurch eben den Hundekopf noch ein bisschen stärker vom Hintergrund trennt. Wäre nur so eine Bearbeitungsüberlegung, wenn die Vignette schon drinnen bleiben muss. Wie gesagt, also ich bin kein so ein Fan von den Vignetten. Es ist ja, aber Religionsdiskussion zu dem Thema mag ich jetzt auch nicht anzetteln. Insgesamt ein sehr, sehr schönes Bild von einer sehr, sehr eleganten Hündin. Und ja, wie gesagt, wenn es da Interesse gibt, es ist für Mai, haben wir einen Hundefotokurs angesetzt wieder. Da gibt es dann noch einiges mehr an Details zu, wie setze ich meinen Hund in Szene. Nur eine kurze Frage, Konrad. Ja? Dass der Horizont jetzt genau durch die Ohren durchschneidet, das stört jetzt den Hundefotografen nicht. Wie gesagt, ich gehe jetzt davon aus, dass ich eigentlich wesentlich mehr abgeblendet, aufgemacht hätte, die Blende. Okay, verstehe. Und damit, das nicht so zu tragen damit ist das nicht so dramatisch mehr. Sonst, ja, das ist jetzt kein extrem scharfer Schnitt, der genau durch die Ohren durchgeht. Das ist auch so ein bisschen etwas, was so, glaube ich, erst in den 70er, 80ern übergeblieben ist. Nicht? Man darf keine Linie durch den Kopf durchgehen haben. Ist jetzt nicht unbedingt etwas, was man heute so massiv noch in der Fotografie, also generell betrachtet. Ne? Ich denke, beim Autoporträt ist das ja auch gar nicht möglich in dem Fall, weil du bist der Horizont. Eben, ja, du hast immer irgendwo Linien drinnen und sei es ein Horizont, also ja, man kann natürlich ein bisschen darauf achten, aber sehr viel Spielraum hat man hier auch nicht, weil geht er ein bisschen weiter runter, hat er den Horizont durch die Augen laufen. Also du hast immer irgendeinen relevanten Part, wo der Horizont durchläuft. Das heißt, ich würde mir hier wirklich mit einer offenen Blende oder weiter geöffneten Blende helfen, weil, wie gesagt, ja, wenn es ein Erinnerungsbild ist und ich möchte den Hintergrund noch erkennen können, ja, ansonsten hätte ich da hinten, also ich als Ortskundiger habe ja schon gesagt, habe von dem Hintergrund eigentlich nichts. Also fürs Bild bringt mir das wenig. Gut, schauen wir zum nächsten. Sehr, sehr interessantes Bild, muss ich sagen. Ich hab lange mit mir gerungen. Einen echten Bildtitel hatte das Bild nicht.
Das ist etwas von der Claudia Grüdel und sie hat irgendwo im Text erwähnt, meine alte Heimat Neusiedlersee. Und recht eine spannende Geschichte. Also ich habe hier einerseits im Vordergrund ein Eis, was ja scharf abgebildet ist. Dann habe ich da im Hintergrund, ich weiß es nicht, irgendwo fängt dann ein Horizont an. Ich vermute erst da ganz weit oben. Dazwischen dürften offene Wasserflächen sein, wo sich der Himmel noch einmal drinnen spiegelt. Also eigentlich spannend, wenn ich sagen müsste, was löst das Bild bei mir aus? Ich sage, ich bin zerrissen, weil ich weiß nicht, was ich mir anschauen soll in dem Bild. Wir haben einerseits einen sehr von der Sonne hier so einen vertikalen Reflexionsverlauf runter. Auf der anderen Seite haben wir da hinten wieder etwas, wo es quer verläuft, was man hier dann wieder die Harmonie ein bisschen kaputt macht. Wie gesagt, nicht ganz sicher, was hier beabsichtigt war, nachdem die Schärfe hier vorne liegt, nehme ich jetzt mal an, dass das für die Claudia der wichtigere Teil im Bild war. Ich denke mal, wenn man ein eher gefälligeres Bild machen hätte wollen, hätte man vielleicht nur den oberen Teil genommen, den Bildausschnitt hier heroben und mit diesem schönen Querverläufen ein durchaus interessantes Bild gestaltet oder ein gefälliges Bild, aber das war ja, wie gesagt, nicht ganz gewollt. Ansonsten, ja, es ist auf jeden Fall interessant, weil wenn man sich damit auseinandersetzt, hat man diese berühmte Sekunde von Henri Cartier-Bresson alle mal erledigt. Ob das dann zur Qualifizierung auch reicht, Das mag ich jetzt nicht beurteilen. Also ich weiß nach wie vor nicht, was ich davon halten soll. Aber wie gesagt, spannend habe ich das Bild allemal gefunden. Der Verlauf ist auch interessant, Konrad, dieser Helligkeitsverlauf, gell? Ja. Der sich von links unten dann reinzieht ins Bild. Richtig, ja, also das war eben diese vertikale Laufreflexion, die wir hier am Eis haben. Und die sie dann da hinten oben, ich habe es ursprünglich für Wolken gehalten, aber das dürfte noch einmal eine Eisfläche sein. Andreas, bevor du diese Beschreibung postest, muss ich sie nochmal überarbeiten, weil da habe ich noch Fehler drinnen. Also das dürfte noch einmal eine Eisfläche sein, aber das zieht sich so in die Horizontale, dass man es eigentlich fast für Wolken halten könnte. Und ich habe es sehr, sehr spannend gefunden, aber wie gesagt, also ich glaube nicht, dass es ein Bild wäre, das man ins Wohnzimmer hängen möchte. Weil ja ständig mit diesem Konflikt lebe, was soll man in dem Bild anschauen. Und das wäre irgendwie ein cooler Leinenprint, glaube ich, auch riesig. Sehr, sehr groß, ja, aber wie gesagt, da würde ich es auch jetzt nicht in einen 16:9 vertikal zuschneiden, sondern hätte es, glaube ich, eher horizontal gemacht. Aber man redet sich immer leicht am Schreibtisch, wenn man das Bild dann fertig sieht, wenn man nicht vor Ort war. Kann man halt sehr schwer beurteilen, wie die Aufnahmesituation war und was tatsächlich möglich gewesen wäre. Gut, noch ein schwarz-weiß Bild. Das ist eigentlich auch eine sehr, sehr spannende Geschichte. Das ist von der Gabi Brabenetz. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Mit dem Titel Die Würfel sind gefallen, Black and White und doch nicht. Und jetzt werden einige sagen, ja, aber das ist doch schwarz und weiß. Ne? Nein, ist es nicht. Man sieht sehr deutlich in den Reflexionen, dass das schwarz und weiße Motive sind, nämlich die Würfel. Aber dass es kein Schwarz-Weiß-Bild ist, sieht man hier dann in der Reflexion oder eigentlich ist es eine Brechung, wenn man ganz genau ist. Dürfte hier auf einen spiegelnden Untergrund, ich weiß nicht, ob das ein Acrylglas war, wo man eben eine doppelte Brechung drinnen hat und durch diese Lichtquelle, die gewählt wurde, hat man eben dann manches Mal so ja, etwas Farbverschiebungen drinnen. Kommen wir mal zum Bild selbst. Eigentlich sehr, sehr spannende Geschichte. Einen schwarzen Würfel mit weißen Punkten und einen weißen Würfel mit schwarzen Punkten. Also das ist natürlich immer kontrastreich, schaut immer spannend aus. Kein Thema. Auch der Blick von rechts oben ist eigentlich ganz, ganz spannend gewählt.
Was mich ein bisschen stört, ist, wir kommen da wieder zum Zweck des Bildes. Also ich weiß ja nicht, wofür das aufgenommen wurde. Jetzt da nehme ich jetzt mal an, die Würfel sollten schön dargestellt werden und spannend dargestellt werden. Und das ist etwas, was ich dann ein bisschen aus Sicht der Produktfotografie auch betrachten würde. Und wenn ich jetzt einen Würfel schön darstellen möchte, dann stört mir diese Reflexion da ganz massiv. Ja, weil das gehört nicht zum Würfel. Wenn das beabsichtigt war, dass man durch diese Reflexionen hier Spannung reinbringt, gut, ja, kenne ich nicht, also ich kenne die Absicht nicht und deswegen kann ich mich nur auf das verlassen, was ich dann drinnen sehe. Ich bin ziemlich sicher, dass hier LED oder Leuchtstoffröhre, glaube ich nicht, also ich glaube eher, dass das LEDs waren, setzt sich hier in den Reflexionen runden nochmal fort. Man sieht es dann teilweise hier an diesem lilanen, an dieser lilanen Brechung, die sich dann da auch an der unteren Kante hier in der Reflexion nochmal fortsetzt. Und wie gesagt, wenn man die Würfel als Spiegelung auf einem schwarzen Untergrund darstellen möchte, ja, wie gesagt, diese Reflexionen helfen mir jetzt nicht weiter. Wenn man beim Beurteilen nach Produktfotografie weitergeht, sollte man vielleicht auch einmal darauf schauen, dass man da so Staub, wie man es hier heroben hat, beziehungsweise da so eine Faser, da nochmal ein Staubkorn von dem Würfel vielleicht vorher entfernt. Ja, das bietet sich da auch an, dann mit diesen weißen Baumwollhandschuhen, die man im Baumarkt kaufen kann, die Dinger anzugreifen, damit man keine Fingerabdrücke hinterlässt. Und was man vielleicht auch noch schauen sollte, ist, wenn man hier so Schmutzspuren drinnen hat, weil das ist offensichtlich ein gebrauchter Würfel gewesen, dass man die vielleicht noch rausputzt. Wenn man es darstellen wollte, ist es in Ordnung. Aber wie gesagt, wenn man jetzt das als Produkt anschaut, dann erwartet man sich eigentlich auch ein bisschen mehr Regelmäßigkeit bei diesen Löchern. Nicht, dass ich das jetzt kopieren würde und nur gleiche kreisrunde Löcher in Photoshop reinplatzieren würde. Aber ein bisschen anpassen könnte man das vielleicht schon. Aber wie gesagt, also für die Schwarz-Weiß-Challenge war es ein sehr, sehr gut gelungenes Bild. Hat auch sehr spannende Perspektive. Was man vielleicht noch überlegen könnte, ist, dadurch, dass wir hier rundherum alles nur schwarz haben, haben wir nicht sehr viel Raum. Und auch von der Perspektive, man schaut ja von oben drauf, da braucht es eigentlich nicht so viel Raum. Insofern finde ich da diese 16:9 auch nicht ganz optimal gelöst, sondern das hätte vielleicht fast in einer 3:2 und dann links und rechts von dem schwarzen Raum ein bisschen was weggenommen. Damit kommen die Würfel auch noch einmal ein bisschen stärker heraus. So, dann haben wir ein letztes Bild. Da ist mir etwas passiert. Ich vermeide normalerweise Bilder von Trainern auszuwählen. Dieses Mal ist mir ein Bild von Walter Bergen reingerutscht. Wenn man dazu sagt, wo das aufgenommen wurde, überkommt jeden von uns vermutlich die Reiselust. Das war im Jänner diesen Jahres auf den Lofoten. Und was man im Bild sieht, ist eine Fülle von Naturgewalten, ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber von Elementen. Man hat Wasser, man hat Erde, also diese Berge, die aufgehende Sonne im Hintergrund. Das ist eigentlich schon ein sehr, sehr gewaltiges Zusammenspiel. Und was Walter hier mit einer Langzeitaufnahme oder Langzeitbelichtung gemacht hat, speziell mit dem Stein hier im Vordergrund, bringt nochmal durch diese Umspülung, die sich da ergibt, kreisrunde Wasserbewegung rein, die eigentlich auch sehr, sehr die meiste Dramatik in das Bild reinbringt. Entschuldigung? War da eine Frage oder? Nein. Gut.
Was könnte man anders machen an dem Bild? Ja, man kann immer was anders machen. Was mir ein bisschen aufgefallen ist, aber ich bin sicher, Walter hat es so beabsichtigt, mir ist der Bereich, wo die Sonne aufgeht, Spur zu hell an dem Himmel. Also das hätte ich etwas versucht, etwas zu dunkler zu machen oder vielleicht generell das Bild ein bisschen dunkler zu machen. Nicht allzu viel, weil sonst wird es langweilig, aber ein bisschen hätte man da vielleicht noch drehen können. Ich weiß nicht, der Walter ist, glaube ich, im Call, habe ich gesehen. Ne? Ich bin da, ja. Du bist da. Wenn es da recht ist, ich hätte es im Photoshop vorbereitet. Ja, gerne. Dann würde ich auf das umschalten. Irgendwo wäre Photoshop. Ja, genau. So, machen wir mal das. So, das wäre das Bild, wie ich es jetzt aus dem Forum heraus kopiert habe. Muss halt eines auch dazu sagen, es gewinnt nicht unbedingt an Qualität, wenn man das aus der Facebook-Gruppe rauskommt. Es ist kein Rohbild, meinst du? Es ist kein Rohbild, ja. Also ich habe von einem JPEG weggearbeitet und aus dem RAW kann man sicherlich ganz andere Elemente noch gewinnen. Was ich jetzt ein bisschen gemacht habe, ist ja ein bisschen Clarity reingegeben, habe dann den Bereich oben etwas abgedunkelt, habe ein bisschen Farbe oben in den Sonnenbereich noch reingegeben und dann insgesamt noch einmal ein bisschen dunkler gemacht. Also das wäre so in etwa die Richtung, wo ich die Bearbeitung hindrehen würde. Das heißt aber nicht, dass sie richtig ist, ja? Weil der Walter hat das vor Ort erlebt und gesehen und kann natürlich wesentlich besser wiedergeben, was er dort empfunden hat. Also wie gesagt, das Schreibtischstädter hat man meistens ein bisschen andere Ansichten als die Leute, die draußen stehen und das tatsächlich fotografieren.